also rausgezoomt und habe mir angeschaut, wo könnten wir jetzt hin. Und habe halt gedacht, die unbekannt sind, das sind erstmal die kleinsten Probleme. Wir könnten uns auch hier oben den anschauen, aber das sind wir gleich bei 5 Totenköpfen. Das sieht man ja ganz Boah. draußen nicht, wer wie viele Totenköpfe hat. Du wirst Spaß haben, sollten wir jemals zum Endboss kommen. Na, dann haben wir doch auch bessere Waffen, oder nicht? Quitschi, du wirst Spaß haben. Der Name bestimmt. Du, wir sind da zu zweit mit dem Panzer. Verreckt. Moin. Das ist halt ein Ding, ne? Okay. Das ist halt ein Ding. Loots.com meldet sich auch noch wieder mal bei mir. Ist ja auch spannend. Spammt hier rum. Rosario Gefängnisdorf. Ich weiß gar nicht, was da passiert, wenn man da jetzt da drauf klickt. Das Ach, doch, habe ich auch auf nie den Fenster reinkommt. ausprobiert. Wenn man auf diesen Loots.com-Link klickt, was da wohl passiert, ob da geht's, da weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, wie viel Geld ich schon bekomme von Loots.com. Nach Komuro. Rakete im Ab von Anflug. Rakete. Ja, Das ich ist bin jetzt. jetzt. Oh. Und tschüss. Ja, meiner ist natürlich nicht abgesprungen, ne? Kannst du so lange Viereck drücken, wie du willst. Der springt nicht ab. Aber bin ja gut gelandet, ne? Würde ich mal sagen. Ich bin schön mit einem amerikanischen Fallschirm runtergesprungen. Oh mein Wir müssen erstmal den hol ich erstmal raus da. So. Achtung, da kommen Leute am Feld. Weg. Mann, immer der Mist, ey, dass die aber auch von. Das verstehe ich aber auch nicht. Warum haben die überhaupt auf uns geschossen? Also, wieso haben die überhaupt auf uns geschossen? Ja, wenn ein Hubschrauber angenehm dir runterfällt, dann würde ich auch schon was da los. Nee, ich meine ja, die haben ja auf den Hubschrauber geschossen. Als wenn du auf jeden Hubschrauber schießt, Nein, der einfach es war rumfliegt. Rakete. Ja? Ein weniger. Die muss ja jemand geschossen haben. Das sind Lachs überall. Hast du diesen Ah, okay. Von daher, das Okay. ist egal. Macht mal den So. Predator, das wird lustig. Was ist denn der Predator? Ach so, das ist ein Charakter, ist Headshot. das, okay. Predator habe ich schon gemacht. War der schwer? Hier einfach. Wie kommt man denn hier über den Zaun? Kann man da rüberklettern? Nee, natürlich nicht. Keine Ahnung. Och. Also ich kann drüber. Du hast einen Hubschrauber, das freut mich. Ich mach das, ich fliege. Ich nicht. Wissen Sie, einer, der einen Hubschrauber hat? Ach so, ja, ist ein Hubschrauber schon. Den schießen die jetzt gleich wieder ab. Wir werden ka kaum hoch sein, dann kommt eine nächste Rakete. Müssen nur über den Zaun. Oder? Reicht ja schon, wenn man über den Zaun kommt. Fliegt man nicht so hoch, damit wir nicht so Achso, tief abstürzen können. wir haben ja 3,5 Kilometer, okay? Oder 3 Kilometer. Fliegt man nicht so hoch, na, dann können wir rausspringen, ist klar. Und der Fallschirm geht nicht auf. Genau. Ich habe gar keinen Fallschirm. Mein Mannequin ist ja nicht rausgesprungen. Hat jeder einen Fallschirm, muss nur X drücken, wenn er dann in der Luft ist. Achso, ich habe Viereck gedrückt, deswegen ist er nicht abgesprungen. Okay. Ja doch, Viereck zum rausgehen, dann X, wenn er in der Luft ist. Ja, der ist nicht rausgegangen, der ist sitzen geblieben. Ich habe schon gesehen, wie er rausgesprungen hat und sitzt schon sitzen geblieben. Gedrückt halten. Ja, direkt, direkte Bedrohung. Hab ich doch gemacht. Da unten ist das Ziel, ne? Warte mal, wir wollen ja nicht zum Fragezeichen, genau, weil beim Fragezeichen ist ja der unbekannte Ort und da müsste theoretisch auch ein Level Point. Warte mal. Ne, warte mal, wo ist denn. Doch, da ist doch der Level Point, genau. Jetzt der Weiße. Warte, hier, da, Fertigkeitenpunkt. Also hier ist ein unbekannter Ort und da ist ein Fertigkeitenpunkt. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt gebrauchen kann, den Fertigkeitenpunkt, aber nein. Immer gut. Was ich brauche, sind Versorgungseinsätze, damit ich da was mit anfangen kann, mit den Punkten. Yay. Oh. Was denn nur? Nehmen jetzt. Autsch. Hubschrauber ist kaputt. Plus ein Fertigkeitspunkt bekommen. Und jetzt müssten wir. Runter. Ich habe 8 Fertigkeitenpunkte. Ach, das habe ich ja versagt. Und hier kommt das, guck mal, das könnte ich lernen. Automatisches Schild. Was macht ein automatisches Schild? Nehmen wir an, das, was es sagt. Automatisches Schild, okay. Gilt das? Achso, ist ja Körper. Ist ja Körper. Also von daher. Schusswiderstand. Ah, oh, das können wir der nicht. Körper, cool. Autoschild habe ich auch schon ein bisschen hoch. Von Okay. ihnen gelenkte Fahrzeuge nehmen weniger Waffenschaden. Steht auch dabei. Wollte ich Stimmt, gerade sagen.
Ja, man könnte auch lesen. Ich hab's nun lesen müssen. Ja, Mensch, Freunde. So, jetzt ist es wieder das Ding, wo wir vorhin schon mal waren. Oder lasst mich doch mal raten. Waren wir hier schon mal? Nein. Aber so auch ohne das. Es ist auch ohne das. Ohne das? Ohne Schwimmbogen. Ich müsste mal ein bisschen Technomucke anmachen, damit ich hier wach bleibe. Weniger Uso trinken. Oder mehr. Oder mehr, genau, wollte ich gerade sagen. Was soll man den da oben runterschießen? Martin, komm, einen Schuss, den schaffst du, 245 Meter. Ja, ich schaff das, das ist kein Problem. Na mach doch. Da ist noch einer in der Mitte, dass der andere noch links und rechts. Wenn der jetzt runterfällt und auf den Boden klatscht, dann gucken die anderen blöd, oder? Und dann sind die geleckt. Tja, Markim schafft das. Und dann ist dahinter noch 383 Meter, ist auch noch eher links von dem. Ja, und links ist noch mal einer. Im anderen Turm. Im jedem Turm ist einer. Markim, 383 Meter, schaffst du das Ziel genau dahin zu schießen? Ich muss den dritten Pfeil nehmen. Von der Markierung. Wenn ich echt bei 300 Meter, dass du den dritten Pfeil nehmen musst, das wäre, könnte auch. Ja, aber ich sehe, ich habe keine freie Bahn. Das ist das Problem. Du, stell dich doch, du musst dich nur neben mich stellen. Wo bist du denn? Bist du schon weggelaufen? Wo bist du? Du warst ja gerade noch hier. Der ist schon wieder weiter vorne, ja. Der ist schon wieder, der rennt schon wieder mittendrin herum. Aber wir müssen auch mal ein bisschen von der Straße weg, nicht, dass dann noch Autos vorbeikommen. Genau. Ich nehme die Drohne. Kannst du mit den Gelackmeierten. Lalalala. Komm, die machen wir jetzt noch die Mission, dann muss ich schlafen gehen schon. Ach Gottele, muss das Bubele schlafen dann. Ja, aber wo, hier, und was ich noch sagen wollte, also Minecraft kriege ich jetzt bei mir so relativ zum Laufen. Okay, cool. Und zwar immer noch nicht mit 60 FPS. Die Drohne fliegt. Aber ah, da vorne ist das Ziel. Auto, Auto. Wie kommt das so vor, als sei... Davor. Ja? Wegen dem dritten Strich, das ist bei dir so. Okay. Weil du ein Billiggewehr hast, musst du ja auch wissen. Genau. Du hast das ja irgendwie aus irgendeiner russischen Kiste zusammengeschraubt. Oh moi. Bekannt, ne? So, links von uns sind Minimum zwei. Also, wir müssen jetzt vorne Eingang rein, da ist einer im Häuschen drin. Da müssen wir erstmal unsere Ruhe haben. Ich muss jetzt erstmal in die Richtung gucken, der müsste doch. Oder? Also meine Nein, ich kann. Ja. Ich kann aber in der Tür King sehen. Die kommen aber auch nicht jetzt wieder in der Tür. Das könnte ich theoretisch draufhalten, weil er in der Tür steht. Aber die Frage ist, weck ich damit nur die anderen auf? Ach, ich sollte schon da, mei. Wer rennt denn da direkt in dem Haus rum? Oh, jetzt sind die draußen. Der ist draußen. Ich könnte... Aber was haben die für Rüstung an? Schaffe ich den? Ja, hast du. Na, war's halt der Markim oder Dafu. Ist ja auch... Ich trau mich halt nicht. Markim. Beim, ja. Weißt du, das ist wie... Das ist wie beim Fußball. Ich habe beim Fußball mal... Habe ich als Stürmer gespielt. Aber ich habe mich nie getraut, aufs Tor zu schießen. Das ist hier genauso. Kein Problem. Da muss ich nicht traut. Ja, nee, genau. Du musst eben auch mal schießen. Wo? Oh. Hier hinter diesem Container da. Oder im Container oder drin. Was ist denn das? Das in der Innenseite ist so. Soll ich. Ich sehe den aber, der wackelt hier vor mir rum. Soll ich durchs Fenster offen drauf halten? Quietschi. Muss ich aber dreimal schießen, damit ich den. Ja, alles klar. Quietschi, frag mich nicht, soll ich schießen? Mann. Ja, aber dann sagst du wieder, oh toll, Alarm ausgelöst. Schuld ist der Quietschi wieder. Das bist du aber so ein anders. Unser Ziel bisher habe ich gefunden, ne? Das Ziel habe ich schon. Aber, ne, nicht wieder erschießen. Wer hatte den eigentlich vorhin erschossen? Lass mich überlegen, war das nicht der Markim? Ja, aber ich habe ihn nicht angezeigt bekommen als Ziel. Ich habe ihn als Gegner angezeigt bekommen. Aber das war doch vorhin bei dem anderen auch so. Da war doch auch orange im Haus dargestellt. Da hatten wir ja auch, dass ich den nicht abgeschossen habe. Ich sehe schon, ihr seid schon wieder halber drin. Davo fliegt mit dem Dröhnchen. Mhm. Du, hier ist nix. Wo ist er? Tango da ist einer noch.
Da hinten läuft auch einer rum. Was ist denn diese Lina an der Tür da? Was soll, du, wollen wir uns das Auto hier reinsetzen und einfach das Maschinengewehr oben drauf bedienen? Nein, es gibt nur Ärcher. Ach so, Ärger, das klingt jetzt nicht so nach meinem zweiten Vornamen, hä? Nicht bei der Unidad. Die sind aber auch alle so geduckt. Ich hab jetzt Angst, die Rebellen zu befreien. Nicht, dass sie uns dann... Wir könnten ja auch einfach... Lass sie drin. Wir könnten ja auch Krawall machen und dann schnell in den Hubschrauber steigen und hochfliegen. Mach das. So, jetzt einfach also mal aufpassen und niemanden erschießen, wenn es geht. Okay, da steht nämlich genau vor mir. Das wäre schade jetzt, den da. Achso, ja, nee, nicht schießen. Ich weiß, was er mag. Jemand, komm einfach mit. Wir holen uns den Typi. Das Problem ist, der guckt genau in meine Richtung. Ich sehe es. Na, jetzt kommt nicht. Jetzt wird's Spaß. Jetzt die Mission wäre nicht. Dachte es besser gewesen. Ah, okay. Ach, das da oben ist der Gelbe, okay. Ja. Muss halt aufpassen, wie er guckt. Oder wo, wann er guckt. Wohin er guckt. So, warte mal, hier ist eine grüne Kiste. Die könnte ich gleich mal markieren, eigentlich. Aber nicht jetzt, wahrscheinlich weiter da. Danach gerne. Jetzt. Nicht, dass wir da irgendwas machen, was wir lieber nicht machen sollten. Na, da durfte eigentlich mich nicht sehen. Warte mal. Wie läuft's so, Drecksack? Pendejo. Gut. Oh, du habt den, okay. Ganz wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Judy und Polito hängst du vielleicht als Nächste an der Decke. Man kann ihn nicht. Oh Mann, ey. Wäre besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte. Aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann sie nach Itaqua. Sag, du hättest ein Paket fertig. Oje, Polito. Ich habe hier einen Lamm für dich. Vale. Ich habe schon richtig Angst gehabt, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Müssen wir denn jetzt mitnehmen, den Sack? Nee. Nein. Nee, abgeschlossen schon. Jetzt könnten wir hier drüben... Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Angeblich führen sie da auch ihre... So, der müsste eigentlich... Schicken Sie die Daten. Wir kümmern uns drum. Bringen Sie sie unter hier sein. Genau. Und zwar so, dass es weh tut. Machen wir weiter. Pendejos. Ihr seid tot. Neuer Einsatz, okay. Jetzt hier, komm, hinten rum. Warte mal, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich jetzt hier noch dieses grüne Teil markieren kann, aber ich will mal gucken, ob da ein Gegner davor steht. Weil, da gibt's ja Punkte, die wir dann ja wiederum bräuchten für... Aber ich komme jetzt nicht ran, weil hier ein Gegner steht, glaube ich. Wo seid ihr denn? Achso, ihr seid ja vor mir. Ihr kommt ja gerade von da. Hier drinnen muss an der Innenseite so eine grüne Kiste stehen. Die würde ich eigentlich ganz gerne markieren, aber... Oh, da rennt einer, da steht einer. Marki, was sagst du? Können wir den erschießen? Warte noch kurz. Jetzt können wir doch hier für Krawall sorgen, oder? Wir haben ja den Auftrag eigentlich schon. Hallo, Alka-Gamer. Ein Soldat ist es. Moment. Ja, ich könnte es draufhalten. Schieß drauf. Da ist nichts in der Nähe. Super, passt. Jetzt können wir das gleich mal markieren hier. Ah, das sind so technische Dinge wieder. Genau, das, weil diese Punkte brauchst du ja, um nachher Level aufzusteigen. Guck mal, immerhin, na gut, das sind aber nur 50 Punkte, das war jetzt nicht so richtig doll. Ja. Und jetzt ist das Ziel was? Sind wir jetzt hier oben an der Stelle fertig? Oh ja, jetzt ist die Krone da. Da drüben auf der anderen Seite, ne? Das ist jetzt die letzte Krone, also das ist jetzt, genau, das müsste jetzt der letzte Itaqua-Auftrag sein eigentlich, ne? Sollen wir den jetzt noch, sollen wir das jetzt noch versuchen, Marki? Wir hätten noch 10 Minuten. Ja, können wir noch. Gibt's noch einen kleinen Moment, dann machst du dann die Rebellen noch rauspacken. Also eh grad Ruhe. Nee, lass sie hinterwinden. Ach so, Rebellen. Ja, doch einer ist noch da, aber der ist uninteressant. Danke, ja. Ja, Alka Gamer, ich weiß schon, also ich weiß natürlich den Namen, den kenne ich auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall auf dem Schirm. Jetzt, Junge, mach auf, Mai. Hallo.
So, hier. Gibt's dafür Punkte, wenn man die befreit? Schon mal was von Schalldämpfer gehört, Quitschi? Achso, warte mal. Wie jetzt? Warte mal, Schalldämpfer, wie war das leider mal mit dem Anbau? Mit nach links? Ne, das waren die Granaten. L2 und dann wir fallen nach oben, genau. Hola, compañero. Ja. Jetzt habe ich ihn dran, ne? Schalldämpfer. Nice. Habe ich, ja genau, stimmt, jetzt wäre er ja zu entfernen. Ja, stimmt, ich habe einen Schalldämpfer also nicht dran gehabt, tatsächlich nicht. Danke für den Hinweis. Ja, auf jeden Fall. Unser Pilot das wartet. Cyberbeat hat ja hingewiesen. So, okay, dann machen wir jetzt noch den. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das noch hinkriegen. Ach, warum nicht? Hui, 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 hui. Ja, wenn ich wüsste, wohin? Ach so, wenn du wüsstest, wohin. Du kannst es natürlich nicht wissen, wohin. Das weiß ja hier nur ich. Zack. Wir wissen, wo Juri und Polito sind. Diese kranken Schweine sollen verbüßen, was sie Sandoval. So, jetzt gab's einen Grund. Ach, drehen Sie in die Jagdhütte ein. Ich darf Bambule machen. Ja. Ja. Genau. Ah, dein Hubschrauber kann sogar schießen, ne? Dann hast du sogar Spaß. Aha. Ja, genau. Danke, deswegen perfekt. Sei, okay. Ich darf Bambule machen. Grüße gehen raus. Wann ist denn endlich wieder Sommer? Na, es wird ja schon warm. Das ist ja schon wieder unangenehm. Wann kommt wieder Last Day on Earth? Genau, wann denn? Weil ich überleg grad. Gar nicht. Gute Überlegung. Aber also ich habe mich ja wirklich richtig geärgert. Ich werde jetzt demnächst mal trotzdem ein paar Videos Stardew oder Stardew, wie auch immer man es ausspricht, Valley einfach mal spielen. Ich habe gelesen, es soll ein Multiplayer-Update geben. Für den PC gibt's ja schon. Für die PS4 oder für die Konsolen soll es kommen. Das soll richtig Spaß machen. Ich habe mich richtig geärgert natürlich, dass ich drauf reingefallen bin. Ich dachte wirklich, das ist schon Multiplayer-mäßig da, aber geht nicht. Hat mich das genervt. Dann können wir à la Gronkh schön Stardew Valley Bauernhof bauen. Aua. Na, das ist ja super. Wer hat das gemacht? Wer hat das? Nee, Alter, hör doch auf hier. Den Darfu glatt gemacht mit dem Hubschrauber. Scheiße. Jetzt mal den Kopf nicht in Propeller reingehalten. So weit ist das doch gar nicht. Die Hütte ist doch gleich hier. Hä? Ja. Warte, ich will mal kurz gucken. Habe ich jetzt hier aktuell. Ja, für das Ding habe ich keinen Schalldämpfer. Fürs Maschinengewehr habe ich den nicht, also schön drauf halten. Geht rein. Achtet auf Hecken und Eingänge. Soll ich gleich mitkommen? Ich weiß nicht, brauchen wir. Also, ich denke schon, ne? Warte mal, ganz kurz, dafür, bevor du rennst. Hier irgendwo ist so eine Kiste, die wir sabotieren können. Jo. Aber das ist schwer. Wo ist die? Unten oder oben? Hier ist sie nämlich nicht. Sagen unten. Wir dann unten sagen. Hier sieht's so verraucht aus. Stopp, 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 stopp. Ja. Warte, hier hinten ist sie, ich hab's ja, warte mal. Eine Versorgungskiste, ich markiere die schnell. Ich hab immerhin 100 Medikamentepunkte. Oha. Das ist eine Frauenstimme. Da geht's ja richtig ab. Aha. Das Ding wird jetzt lustig. Ist Magim jetzt reingelaufen oder ist die Drohne vorgeflogen? Das war meine Drohne. Ach so, deine. Aber der Magim ist auch schon vorne. Ja, noch ein Stückchen vor. Schau, das siehst du so. Hier ist Alarm. Das war nicht ich. Magim. Oh, Magim hat schon Alarm. Der hat erstmal eine Bombe reingeschmissen. Kann gut sein. Nein, war ein Granatwerfer, aber lassen wir's. Naja, gut, für mich macht das keinen Unterschied. Ich habe keine Ahnung von solchen Militärgedöns. So, Achtung. Tja, ob das Update dann auch fürs Handy kommt, weiß ich nicht, weil ich doch gar nicht wusste, dass es Stardew Valley überhaupt schon gibt fürs Handy. Jury ist tot. Ja, du setzt es auch rein. Ne? Jury ist tot, was macht denn der Knopf hier? Kann man da irgendwie was mit. Nö. Warum bist du tot, du Sack? Hätten wir den jetzt lebend kriegen müssen? Ja, der ist tatsächlich tot. Die haben den ja verhört, ne? Was ist das hier? Ist das ein Mann oder eine Frau? Makaber. Das ist eine fette Frau.
Nee, das ist doch ein Mann, verkleidet als Frau. Fertig. Also jetzt erklär mir das mal, das verstehe ich jetzt nicht. Das Ende dieser Turteltauben-Horrorshow hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Was gibt's da nicht zu verstehen? Das, wie jetzt, wir sind in das Haus rein, sind in den Keller runtergegangen, haben im Keller unten den Typen, den die eh schon erschießen wollten, erschossen. Nein, das hier ist Feind Nummer 1, wo ich jetzt stehe. Und das ist Digge hier, oder was? Feind Nummer 2 habe ich eben gerade eine Etage tiefer erschossen. Aha, und das macht er natürlich, ohne dass wir überhaupt mitkriegen, was los ist, ne? Hier unten im Dunkeln, meinst du? Da? Hier war also noch einer, ja? Da war noch einer. Aber hier ist ja auch noch... Achtung, da ist auch noch einer. Der lag aber nicht hier rum, oder was? Also hier liegen ja auch so Einzelteile von Menschen auf, irgendwie auf dem Tisch rum? Nein. Meiner stand hier drin. Den habe ich in die Luft gesprengt. Ach, das war das. Okay. Hm. Das ist halt der Marki, ne? Das ist... Ja, moin. Zieht halt da durch. Okay. Na, aber dann haben wir die... Dann haben wir ja jetzt... Rumheult. Dann haben wir jetzt quasi, wenn wir jetzt hier reingucken... Jetzt kommen wir an La Plaga ran, weil wir zwei von seinen Bossen weg haben. So, und La Plaga ist ein Zwischenboss. Jetzt gucke ich mal eben schnell, wo müssen wir hin? Der hat aber schon 3 Totenköpfe. Ja, und? So, jetzt müssten wir... Wenn ich das richtig sehe, müssen wir aber La Plaga besiegen, um dann an El Muro ranzukommen, stimmt's? Ja. Genau. Und dann müssen wir quasi El Muro und noch einen zweiten von diesen direkten Bossen besiegen, damit wir an El Sueno rankommen, ja? Genau. Theoretisch, ja. Du kannst aber auch alle platt machen. Dann, das ist waffentechnisch auch sinnvoll wahrscheinlich. Also wir müssen wahrscheinlich sowieso, wir müssen ja eh Waffenteile suchen, damit das beim nächsten Mal besser läuft. Also es empfiehlt sich, ja. Das auf jeden Fall. Weil es wird, wie gesagt, zum Schluss, es wird richtig lustig. Naja, dann gehen wir jetzt mal hier raus. Dann würde ich sagen, haben wir doch für heute auf jeden Fall mal besser was geschafft als letzte Woche. Mhm. Weil letzte Woche, das ging ja nur völlig schief. Ewig ging gar nichts und dann ging nur was so ein bisschen und dann ging die Zeit schon wieder rum. Das ist so, wenn man mit so Amateuren spielen muss. Das, da hast du recht. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wir haben jetzt, wie viele Spielstunden haben wir jetzt ungefähr hier aufgebracht dafür? Bisher, das, naja, doch, wenn man was überlegt, wie oft haben wir jetzt schon hier bestimmt schon 4. oder 5. Tag, wo wir das jetzt spielen, ist das bestimmt. Und wir haben es geschafft, die ersten zwei Bosse, also Missionen für Bosse zu machen. Jetzt rechnen wir das nochmal, um auf weitere 2 zu kommen. Dann hätten wir also nochmal 5 Termine, wo wir das spielen. Dann hätten wir nochmal, also wir sind schon noch das Jahr 2019 damit beschäftigt. Und dann kämen ja, wollen wir ja Conan Exiles auch noch, also das heißt abwechselnd und so. Und ach, hör mir oft, da sind wir lange beschäftigt auf jeden Fall. Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich logge mich dann für heute aus. Jo. Jo. Und warte mal, wie machen wir das jetzt am besten? Optionsknopf. Ey, ich finde hier noch was. Zurück zum Hauptmenü. Annehmen wir das. Ja, und dann würde ich sagen, macht ihr jetzt noch ein bisschen weiter? Nö. Nö, glaub nicht. Nö, gut. Ich würde mal behaupten, wir sagen kollektiv danke fürs Zuschauen. Genau. Richtig. Und ich logge mich auch gleich aus. Und dann bis zum nächsten Mal, wa? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Tschüss, Markim, und tschüss, Darfu. Und tschüss, alle anderen. Genau, und tschüss auch mal zu meinem Stream und zum Magin Stream und Gucci Stream und alles Streams, die Drohne nach haben. Ciao, ciao. Tschüss.